stehen. Aber ich will doch wissen, wer ich bin. Ich muss doch Eigenschaften haben. Ich will ich sein. Und ich will anders sein als die anderen. Ich will besonders sein. Ich brauche irgendwie eine andere Frisur. Ich brauche eine andere Tätowierung, eine andere Brille, was auch immer. Irgendwie wollen wir anders sein. Ich brauche doch eine Eigenschaft. Und ich würde sagen, sei froh. Du brauchst keine Eigenschaften. Sei froh, erkannt zu haben. Du bist der Mensch ohne Eigenschaften. Du bist dir vielleicht noch nicht mal sicher, ob du Mann bist oder Frau. Ja, stimmt. Und selbst das ist ja nicht so wichtig. Viele hängen dann ja noch da so wichtig, das LGBTQ+. Ich brauche noch einen Buchstaben für mich. Ich brauche da noch ein M für den Mucho. Ich bin nicht Mann, ich bin nicht Frau, ich bin der Mucho. Da gibt es noch irgendwo einen anderen Mucho. Ich bin aber ein besonderer Mucho. Nein, du bist... Ah, der wahre Mensch ohne Rang, würde Rinzai sagen. Ne? Aber das ist nicht egal und ist auch nichts Negatives, sondern wunderbar, dass es so ist. Du bist frei, du bist flexibel. Du hast keinen Rang. Unvergleichbar. Ne? Mhm. Das Leben hat keinen Sinn, es ist unvergleichbar schön. Oh, mit Gleichgültigkeit hat es nichts zu tun. Ja. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Wenn du das nächste Mal nach Japan kommst, ne, besuch mich wieder. Ne? Ja, danke. Das ist das Tolle, wenn man Videos macht mit dem Alex, ne, da muss man sich hinterher nicht um den Schnitt kümmern. Ja, nee, aber danke fürs Zugucken. Ne? Also schreibt uns in die Kommentare, wer euch mehr genervt hat mit seinem Geschwurbel. Ne? Also ich hoffe, es war der Alex und nicht ich.